E-Mail-Newsletter im Jahr 2022? Ja, ich nutze sie und zwar mehrere. Denn ich bin davon überzeugt, dass sie auch jetzt nicht nur Spam sind. Und genau diese Gründe und meine absoluten Lieblings-E-Mail-Newsletter möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Florian Breitenieder und in diesem Video möchte ich etwas darüber reden, warum ich persönlich E-Mail-Newsletter abonniert habe und sie liebend gerne lese. Ein kleiner Disclaimer vorweg, ich rede hierbei nicht von Werbe-Newslettern wie zum Beispiel von einem Mediamarkt oder irgendeiner bekannten Modemarke, sondern von wirklichen Newslettern, die von Menschen für Menschen geschrieben wurden und die einen Mehrwert geben sollen. Meiner Meinung nach ist das eine sehr unbekannte Art der Weiterbildung und genau aus diesem Grund möchte ich sie euch in diesem Video vorstellen. Meine Top 5 E-Mail-Newsletter. Beginnen wir mit dem ersten. Das ist der E-Mail-Newsletter von Ali Abdaal. Ali Abdaal ist ein englischer bzw. britischer YouTuber, der, ich glaube, für die meisten von euch ein Begriff sein sollte. Und er schreibt meistens wöchentlich am Sonntag einen E-Mail-Newsletter, in dem fasst er grob zusammen, was diese Woche so passiert ist und teilt so seine Lieblingsdinge. Meistens geht er auf ein Thema etwas konkreter ein und danach behandelt er noch mehrere andere Themen. Zum Schluss kommt dann meistens seine Lieblingsdinge der Woche. Dabei ist dann meistens ein Podcast, ein Artikel und irgendwas anderes Interessantes, was er worth sharing empfindet. Ganz zum Schluss kommt dann auch immer noch seine persönliche Lieblingsquote, die sogenannte Quote of the Week. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Newsletter, ich finde es einfach extrem spannend und ich sehe manchmal sehr interessante Artikel, die er da teilt, beziehungsweise sehr interessante Themen, über die er da spricht. Und ich persönlich habe den sehr gerne abonniert. Der nächste Newsletter, den ich euch vorstellen möchte, ist Slow Growth. Slow Growth ist ein Newsletter, der eher für Content Creator bestimmt ist. Hier werden einige nützliche und sinnvolle Themen für Content Creator aufarbeitet und es geht einfach darum, dass man heutzutage meistens nicht über Nacht berühmt wird oder viele Klicks erzielen wird, sondern das kommt mit der Zeit. Es geht jedoch dabei nicht nur um Content Creation, denn es ist in vielen Lebensbereichen so, dass Content bzw. Erfolg mit der Zeit kommt. Man muss Arbeit investieren und man muss langsam und stetig wachsen. Und genau das behandelt dieser Newsletter und deswegen habe ich ihn noch abonniert. Der nächste Newsletter ist von Austin Kleon, der Autor von zum Beispiel Show Your Work. Es ist ein recht kurzer Newsletter und deswegen auch recht kurz abgehandelt. Er teilt meistens in diesem Newsletter seine 10 Things I Thought Were Worth Sharing. Also seine 10 Dinge, von denen er empfindet, dass er sie diese Woche mit uns teilen möchte. Das sind von Artikeln über Podcasts, über Videos, über Bücher, einmal alles quer durch. Können auch News sein oder ähnliche Dinge oder einfach nur Gedanken von ihm. Ist auf jeden Fall sehr interessant und auch wenn nicht immer was Interessantes dabei ist, ab und zu findet man da immer einen interessanten Artikel, Video, Podcast, Lied oder ähnliches. Oder natürlich auch gerne eine Buchempfehlung. Also auch, vor allem weil es ein sehr kurzer Newsletter ist, auf jeden Fall eine persönliche Empfehlung von mir. Der vorletzte Newsletter, den ich mit euch teilen möchte, nennt sich Maker Mind. Er ist von Nest Labs und in diesem Newsletter geht es um Mindful Productivity. Das heißt, es ist alles darauf fokussiert, Produktivität zu fördern und Hintergründe zu beleuchten, warum wir manchmal weniger produktiv sind und Lösungen dafür zu finden. Es sind sehr viele interessante Artikel meistens dabei und dann gibt es sogenannte Brain Foods, Brain Picks, Brain Candies und so weiter. Das sind irgendwelche lustigen Videos oder ganz kurze Zitate oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall ein sehr nett gestalteter Newsletter und den habe ich auch sehr gerne abonniert. Und der letzte und mein absoluter Lieblingsnewsletter ist von James Clear, dem Autor von Atomic Habits oder auf Deutsch die 1% Methode. Und der hat einen Newsletter, der nennt sich 321. In diesem Newsletter teilt er auf einer wöchentlichen Basis 3 Ideen, 2 Quotes und eine Frage, also eine Question. Die Ideen sind von ihm selbst, die 2 Quotes sind von irgendwelchen bekannten oder interessanten Leuten, die er gelesen hat und die Frage ist auch entweder von ihm selbst oder von einer anderen Person und alles geht da auch wieder mal darum, Produktivität zu fördern. Es sind Quotes, die einen zum Nachdenken anregen, es sind Ideen, die einen dazu bringen sollen, auf neue Ideen zu kommen bzw. durch diese Ideen das Denken zu fördern und es ist eine Frage, die meistens eine gewisse philosophische Hintergrundgeschichte hat und
Diese möchte er eben in diesem Newsletter teilen, einer meiner absoluten Lieblings-Newsletter. Wie viele Quotes und Ideen ich davon schon mir persönlich rausgeschrieben in meinem Notion habe, kann ich euch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall etwas, das ihr euch auch mal anschauen solltet. Zum Schluss muss ich euch natürlich nochmal sagen, alle diese Newsletter, die ich euch heute in diesem Video vorgestellt habe, sind komplett kostenlos. Niemand davon verlangt Geld von euch und ihr könnt euch einfach kostenlos zu allen 5 Newslettern anmelden und auch jederzeit wieder abmelden, wenn es euch nicht gefallen sollte. Demnach würde ich sagen, probiert doch einfach mal die jetzt für euch extrem spannend geklungen haben, aus. Probiert 1-2 Wochen, lest mal ein bisschen rein und wenn es nichts für euch ist, könnt ihr euch noch immer abmelden. Aber ich persönlich bin ein großer Fan von E-Mail-Newslettern. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked und ein Abonnement auf meinem Kanal dalässt. Bis zum nächsten Mal, euer Flo.